Also wir sind schon ein bisschen verwöhnt, also bei uns auf dem Land. Also das Einzige, was ich pendle, ist am Morgen vom Bett zur Kaffeemaschine. Guten Morgen zusammen. Es ist der Dienstag, der 28. August. Es ist mega schönes Wetter, angenehm kühl, besser wie auch schon. Die Trauben, die müssen jetzt noch ein bisschen reifen natürlich, wir warten auf den Herbst, haben jetzt aber noch ein bisschen andere Arbeiten, wie zum Beispiel nach Zürich gehen und Wein liefern. Und dann werden wir schauen, was wir sonst noch machen. Man merkt schon, dass die Ferienzeit vorbei ist. In den Ferien ist es immer so schön gelaufen, der Verkehr. Und jetzt hat es schon wieder ein bisschen Stau und das nervt eben schon ein bisschen. Also wir sind schon ein bisschen verwöhnt, also bei uns auf dem Land. Also das Einzige, was ich pendle, ist am Morgen vom Bett zur Kaffeemaschine. Also der Verkehr hier in der Stadt, da bin ich überhaupt nicht dran gewöhnt. Also das ist schon wahnsinnig, was hier alles abgeht. Also ja. Also wir sind so froh, dass wir nicht jeden Tag solch einen Arbeitsweg haben. Das ist bei uns zu Hause immer ein bisschen Heidiland. Ja, genau. Wir sind wieder auf dem Weg nach Zürich, denn Zürich hat wieder einmal mehr Durst. Ja, wir waren ja auch gestern schon in Zürich. Immer dieser Verkehr hier in der Stadt. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Ja, gestern waren wir schon in Zürich. Wir waren an der Swiss Wine Tasting. Das war ein ganz toller Event vom Schweizer Wein. Und wir haben ein paar Bilder gemacht. Und wir sind wieder einmal mehr hier im Schiffsbau in Zürich. Und heute ist der Tag des Schweizer Weins. Heute trifft sich die ganze Elite vom Schweizer Wein hier im Schiffsbau. Und das wird sicher wieder eine ganz, ganz tolle Degustation. Was kannst du sagen? Nein, das mache ich nicht. Es ist immer wieder schön, wenn man starke Männer hat, die abladen können. Abgeladen. Wir werden euch noch ein bisschen etwas zu Hause über unser neues Schnittsystem, über den Naturwuchs erzählen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Der Herbst ist soweit noch nicht da, nach 2-3 Wochen, denke ich. Dann fangen wir mit der Wümmet an und in dieser Zeit haben wir noch ein bisschen Zeit für andere Arbeiten. Aber jetzt gehen wir nach Hause und wir sehen uns in der Rebe. Bis nachher! So, wir sind wieder hier in unserem Naturwuchs und so ist das momentane Stadium jetzt, wie die Trauben jetzt aussehen. Das ist unser Waldrand oder unser Heckenschnitt. Das neue Schnittsystem, das ist ja gemacht wie ein Waldrand, weil die Traube ist ja eine Schlingpflanze und mit diesem neuen System machen wir ein bisschen kleiner Waldrand. Darum sind alle Trauben verteilt, die wachsen nach oben und die Trauben, die hängen ganz schön hier. Und schaut mal, wie schön blau die so sind. Das ist fast so wie beim normalen Schnittsystem. Kerne. Bäh. Aber die Traube, top. Der große Vorteil an diesem neuen Schnittsystem ist, also wir hatten ja letztes Jahr Frost, also 100% Frost, und mit diesem Schnittsystem hatten wir 100% Ertrag. Es gibt einen kleinen Film, könnt ihr hier oben angucken, aber der große Vorteil ist, die Trauben, die wachsen sehr klein, es gibt kleine Beeren. Der Trieb wächst nur so lang, wie er muss, also es gibt nicht ein unendliches Wachstum, das man 100-mal oder 2-mal im Jahr abschneiden muss. Das bremst sich von alleine. Und jetzt müsst ihr mal den Unterschied schauen. Kommt mal mit.
die andere Schnitt, das ist der normale Schnitt, den wir hier haben. Und mal schauen, hier sind sie auch schön blau. Die sind etwa gleich weit mit dem Farbumschlag. Sie sind noch nicht ganz blau. Mal schauen, ob diese kleinen Grünen auch blau werden. Das ist vermutlich mit der Trockenheit. Gibt es ein bisschen unharmonische Reife. Mal schauen, wie wir das in den Griff kriegen. Aber hier ist es ganz klar, Traubenzone. Alle Trauben sind auf einer Höhe. Und hier oben ist das Laub. Auch sehr gut definiert. Also, und beim neuen Schnittsystem, da ist einfach alles durcheinander. Meine Drohne ist schon cool, sie macht immer ganz tolle Aufnahmen und ich denke, ihr mögt sie auch. Das ist sie, die Mavic, meine kleine Biene. Und meine kleine Biene. Schon zweimal repariert, einmal ist das ganze Rotor abgefallen, das Ersatzteil, keine Ahnung, musste ich irgendwie selber zusammenschrauben, aber es hält immer noch. Jetzt messen wir mal den Zuckergehalt, wir nehmen mal einen Beeren. 80, 82 Öchsle, das ist noch nicht genug, wir wollen sicher 95 beim Binnenohr haben. Anderes System. Die hat 79, das ist auch sehr nah. Die sind immer ein paar Tage hinten drin, also die ernten wir auch später, aber wir sind auf dem guten Weg. Also nur die schönen blauen Beeren messen, das geht natürlich gar nicht. Das ist keine Statistik für mich. Das ist nur, um euch zu zeigen. Aber jetzt messen wir mal sein rotes Ding. Der ist immer noch ganz rot. Mal schauen, wie viel diese haben. Die sollen auch ganz, ganz tief sein. Ah, die haben doch 70 Öchsle. Also, erstaunlich, erstaunlich. Aber ich bin gespannt, was dieses Jahr kommt. Also, das ist wirklich ein spannendes Jahr, das Jahr. Es ist schon wahnsinnig toll, wie das gut funktioniert mit dem neuen Schnittsystem hier, der Wildwuchs. Alles hängt locker, alles hängt frei, die Luft kommt gut durch. Ja, und vor allem, es ist nicht so wie das normale Schnittsystem, wo alles schön auf einer Reihe ist, auf einer Höhe, sondern der Naturwuchs ist einfach genial. Man hat viele verschiedene Orte, an denen die Trauben hängen. Das ist immer wieder spannend zum Mümmen. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied gesehen zwischen dem normalen Schnittsystem und dem neuen Wilden, das wir hier haben. Und es ist bei uns ist halt schon ein bisschen zwiespältig. Also am Anfang, als wir das gemacht haben, da wurden riesige Diskussionen geführt. Ja, ist das überhaupt gut? Mhm. Kommt das? Das ist nur ein Seich, das funktioniert gar nicht. Aber wenn man nichts probiert, dann weiß man ja auch nicht, ob es auch später klappen kann. Man muss einfach mal etwas wagen. Ja, wagen und riskieren. Genau. Und die letzten zwei Jahre, als wir Frost hatten, wir hatten 100% Ertrag. Das ist wahnsinnig. Das war der Wahnsinn bei der Wümmer. Ja, und mittlerweile ist es so, man kennt ja den Spruch, zuerst belacht man, dann bedacht man und dann macht man. Und wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, eben zu dem normalen Schnittsystem oder dem Naturwuchs, wenn etwas nicht klar ist, fragt, schreibt es in die Kommentare, wir beantworten sie gerne. Ja, wir antworten immer gerne. Wir haben schon, ihr müsst mal schauen, die Kommentarfunktion, es haben schon viele interessante Fragen und es haben wir auch, wir versuchen auch immer alles zu antworten, wie wir es machen. Mhm. Es ist immer echt spannend. Schaut mal rein, was unten alles steht, auch in den alten Videos und macht irgendwie Daumen nach oben oder abonnieren, liken und überhaupt. Ja, das machen wir noch nicht jetzt. Aha, sorry. noch nicht fertig. Aha, noch aber nicht. Ihr könnt immer noch abonnieren, das könnt ihr immer machen. Genau. Wir möchten euch was erzählen über den... Erzählen! Erzählen über die Swiss Wine Tasting, als wir dort waren. Ja. Genau. Wir waren ja am Swiss Wine Tasting, das war eigentlich gerade gestern. Und
Und ja, das war wieder ein toller Spannend Event. Ja. Ja, viele Leute gesehen und ja, auch die Location. Das war super. Und wir haben dieses Mal extra nicht so viele davon gefilmt, weil hier oben könnt ihr von letztem Jahr den alten Vlog anschauen. Den ganzen Film anschauen, da haben wir wirklich dokumentiert und alles Mögliche gemacht. Und könnt ihr noch mal gerne nachschauen. Ist auch sehr spannend, ein schönes Filmchen. Ja. Und ja, ich denke, das reicht für heute. Ja, wir sind immer ein bisschen am Warten, am Biebern auf den Anfang vom Herbst. Jawohl. Es ist immer schwer, den Zeitpunkt zu sagen, jetzt starten wir und mal schauen, wenn das es ist. Und aber wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Genau, machen. Also macht's gut, wir sagen danke vielmals, danke fürs Zuschauen. Eben Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und liken und überall. Wow, was auch dazugehört. Also, danke vielmals. Macht es gut. Tschüss.